dann als willkommen zur 14. Vorlesung Gaben und Logik. Was steht heute auf dem Programm? Wir wollen uns ganz kurz Konstruktionen mit Assemblies oder moderaten Mengen widmen. Dann wollen wir das Nerd-Sniping auflösen vom letzten Mal und dann wollen wir zu Super-Turing-Maschinen kommen. Also fangen wir an mit Konstruktionen. Ja? Nochmal so ein bisschen der Background. Wir haben jetzt uns schon seit einiger Zeit mit Realisierbarkeitstheorie beschäftigt und rechts von diesem Realisierbarkeitszeichen, da durften Formeln von Arithmetik stehen. Das heißt, man durfte über natürliche Zahlen quantifizieren, aber über nichts sonst. Und das haben wir jetzt erweitert. Jetzt darf man auch über Assemblies quantifizieren. Und das ist ganz gut, weil es Assemblies gibt zum Beispiel für nicht nur für natürliche Zahlen, sondern auch für die Menge der Funktionen von n nach n oder für die Menge der reellen Zahlen oder für die Menge oder für so einen Sobbler-Raum, wie er in der Numerik Anwendung findet. Das heißt, wir können den Anwendungsbereich von Realisierbarkeitstheorie damit deutlich ausdehnen. Okay, und ich will drei Konstruktionen nochmal besprechen. Die oberste, die HOM-Objekte, die hatten wir letztes Mal schon ganz kurz. Und dann hier nochmal kurz zwei weitere. Also, wenn A und B Assemblies sind, zur Erinnerung, so eine Assembly besteht immer aus irgendeiner Trägermenge, was einfach eine Menge von abstrakten Elementen ist, zusammen mit einer Realisierbarkeitsrelation. Links davon eine natürliche Zahl, rechts davon ein Element der Trägermenge. Und die anschauliche Bedeutung soll sein, dass die natürliche Zahl, die links von dem Zeichen steht, eine von eventuell mehreren möglichen Codierungen für das abstrakte Element ist, was hier rechts steht. Ja? Also Assemblies sind Datentypen. Die haben eine Trägermenge, das ist das mathematische Objekt, was ich fassen will im Computer. Und sie kommen aber auch mit Informationen, wie ich die abstrakten Elemente darstellen kann im Computer, durch natürliche Zahlen, durch Bitmuster. Okay, und wenn ich jetzt also so Assemblies A und B habe, dann möchte ich mich auch interessieren für die Assembly der Funktionen von A nach B. Ich schreibe das in dieser Exponentialschreibweise. Und die Definition zunächst ist folgende von dieser Assembly. Als Trägermenge, das mache ich immer mit den Betragsstrichen kenntlich, besteht die Assembly der Funktion von A nach B aus mengentheoretischen Funktionen von der Trägermenge von A zur Trägermenge von B. Aber nicht all solche Funktionen sind zugelassen, sondern nur die, die realisiert werden. Und was das Realisieren bedeutet, das steht in der nächsten Zeile. Hallo? Also wir definieren, dass eine Zahl r eine Funktion f realisiert, genau dann, wenn für alle abstrakten Elemente der Trägermenge von a und für alle natürlichen Zahlen von s gilt, sollte n ein Realisierer sein für das abstrakte Element x, dann soll die r-te Turing-Maschine, wenn man sie mit Eingabe von n füttert, auch terminieren, und zwar nicht mit irgendwas, sondern mit einer natürlichen Zahl, welche ein Realisierer für f von x ist. Wenn ihr euch noch ein bisschen unwohl damit fühlt, dann gönnt dem Ganzen hier noch Indizes. Das ist die Realisierbarkeitsrelation von der Assembly A, das ist die für B und das hier ist die für die neue Assembly, die wir gerade erschaffen, B hoch A. Also in der Assembly der Funktionen sind nicht alle Funktionen drin, sondern nur die, die realisiert werden durch eine Turing-Maschine, die Realisierer für Eingaben in Realisierer für Ausgaben umrechnen kann. Und jetzt kann man sich fragen, woher kommt diese Definition? Wenn ich meine Suchsache gut gemacht habe, dann findet ihr die jetzt plausibel und sagt, das ist eine geile Definition. Aber woher kommt sie wirklich? Die ist nicht willkürlich festgesetzt worden von irgendjemand, der mal Realisierbarkeitstheorie untersucht hatte, sondern das war ein Ergebnis einer Berechnung. Es gibt halt die Kategorie der Assemblies, die hatten wir letztes Mal auch definiert. Die Objekte da drin sind Assemblies und Morphismen, darin sind Morphismen von Assemblies, das sind Abbildungen zwischen den zugrunde liegenden Trägermengen, welche realisiert werden, genau auf die Art und Weise hier auch. Und dann kann man, und jetzt ist so, in der Kategorientheorie gibt es einfach die wahnsinnig allgemeine, der wahnsinnig allgemeine Begriff von einem Exponentialobjekt, welches sich so verhält wie die HOM-Mengen, die in jeder Kategorie vorhanden sind, nur dass es nicht nur eine Menge ist, sondern ein HOM-Objekt in der Kategorie selbst. Bekannte Kategorien, die Exponentialobjekte aufweisen, sind zum Beispiel die Kategorie der Mengen. In der Kategorie der Mengen ist das Exponentialobjekt
b hoch a, wobei b dann einfach irgendeine Menge ist und a eine Menge ist, einfach gegeben durch die Hom-Menge. Hom a, b. Auch ein sehr bekanntes Beispiel, aber nicht wirklich ein Beispiel, ich bringe es aber trotzdem, weil es für die Intuition ganz gut ist, ist die Kategorie der Vektorräume, sagen wir der R-Vektorräume. Da ist es nämlich auch so, dass wenn V und W Vektorräume sind, dass Hom VW nicht nur wieder eine Menge ist, sondern auch wieder kanonisch eine Vektorraumstruktur trägt. Das innere Hom in der Kategorie der Vektorräume wäre also der Vektorraum Hom VW. Das ist kein offizielles Beispiel für Exponentialobjekte in dem Sinn, wie ich es hier gerade meine, weil also dieses innere Hom, was man bei Vektorräumen bekommen würde, das wäre rechtsadjungiert zum Tensorproduktfunktor, aber nicht und nicht zum kartesischen Produktfunktor, wie ich es eigentlich hier fordere in der Definition. Aber trotzdem ist es ganz gut für die Vorstellung. Ja? Also Exponentialobjekte, die verkörpern irgendwie das Hom AB, was es von der Kategorie gibt, aber als Objekt in der Kategorie selbst. Und für die gibt es jedenfalls irgendeine Definition, die man auf dem NLAB nachschlagen kann. Und dann kann man nachrechnen, dass wenn man B hoch A so definiert, dass es dann in der Tat zu einem Exponentialobjekt wird in dieser Kategorie. Exponentialobjekte sind eindeutig bis auf eindeutige Isomorphie. Und das zeigt dann, dass die Definition da oben keinesfalls willkürlich war. Ja, das hier, die hat sich zwanghaft ergeben. Man könnte tatsächlich auch die Definition hier oben vergessen und einfach von selbst versuchen herzuleiten, wie denn die Exponentialobjekte in der Kategorie Semdis aussehen. Und dann käme man aber genau auf das oder auf eine äquivalente Definition. Gut, und das Spielchen kann man jetzt nochmal treiben mit diesen beiden Sachen. Da ist es sogar ein Stückchen einfacher. Nämlich man kann sich fragen, besitzt denn die Kategorie der Assemblies Produkte und Koprodukte? Produkte wären irgendwie analoger von kartesischen Produkt und Koprodukt wäre irgendwie ein Analogon von der disjunkt gemachten Vereinigung, von der Vereinigung von zwei Mengen, wobei, wenn da Doppelte vorkommen, auch in der Vereinigung dann Doppelte bestehen sollen. Okay, und da kann man wieder nachrechnen, dass es in der Tat Produkte und Koprodukte gibt und sie werden gegeben durch zum Beispiel die Definitionen, die hier an der Tafel stehen und die ich nur noch mal kurz durchgehen will. Also wenn A und B Assemblies sind, dann gibt es eine neue Assembly, die heißt A kreuz B, deren Trägermenge, deren zugrunde liegende Menge ist einfach das kartesische Produkt der jeweils zugrunde liegenden Mengen. Und die Realisierbarkeitsrelation sieht so aus, eine Zahl R realisiert so einen Tupel, so ein Element aus Betrag A kreuz Betrag B, genau dann, wenn die vordere Komponente, R fassen wir als Pärchen auf, mit der J-Funktion irgendwann mal kodiert, K extrahiert die erste, L die zweite Komponente, wenn die erste Komponente ein Realisierer für X ist und die zweite ein Realisierer für Y. Und ich finde, das ist auch ganz naheliegend. Ja? Wenn wir schon wissen, wie wir A und B, wie wir Elemente von A und B im Computer darstellen können, dann wissen wir jetzt auch, wie wir Pärchen darstellen können, nämlich halt mit der Paarungsfunktion. So, und dann gibt es auch noch die disjunkt gemachte Vereinigung. Die hat als Trägermenge die disjunkt gemachte Vereinigung der beiden zugrunde liegenden Trägermengen. Und die kommt dann mit kanonischen Injektionen von den beiden jeweiligen Trägermengen. Die nenne ich Jota A und Jota B. Okay, und da definieren wir Folgendes. Eine natürliche Zahl R realisiert so ein Element Z aus dem Koprodukt, aus der disjunkt gemachten Vereinigung dieser beiden Trägermengen. Genau dann, wenn einer dieser beiden Fälle eintritt, entweder ist das Z von der Form Jota A für ein X, wobei das x aus Betrag a ist. In diesem Fall müsste dann r wieder als Pärchen gedacht, als vordere Komponente 0 haben und als hintere Komponente irgendeinen Realisierer für das x. Oder das z ist von der Form jota b y, dann muss die vordere Komponente von r eine 1 sein und die hintere einen Realisierer für eben dieses y. So können wir Summentypen bauen, so heißt das in der theoretischen Informatik. Und ich betone also nochmal, das ist keine willkürliche Definition, sondern das ist das Ergebnis einer Berechnung, wie denn die Koprodukte aussehen in der Kategorie der Assemblies. Und in zwei Wochen circa werden wir das fortsetzen, werden wir das noch ausdehnen, so dass man auch Potenzobjekte hat, also sowas wie die Menge aller Teilmengen. Und dann können wir auch beliebige Äquivalenzrelationen nehmen und so. Und das ist dann genau die Welt vom effektiven Topos. Und wir erkunden momentan einen kleinen Ausschnitt vom effektiven Topos, wo uns halt noch nicht alle Konstruktionen zur Verfügung stehen. Gibt es Fragen zu der Tafel? Sag mal. Das hast du jetzt schon, also trotzdem in der Kodierung fixiert.
Genau, ich habe irgendeine Fixierung, Codierung fixiert, sodass das durchgeht. Ich hätte auch eine andere nehmen können. Man kann zeigen, je zwei Wahlen wären berechenbar zueinander äquivalent. Okay. Und wie ist das jetzt, wenn man es wirklich konkret nutzen möchte für irgendwas? Mhm. Also von, kann ich die jetzt so ein Minus oder so darstellen? Mhm. Muss ich da jetzt wieder auf diese Codierungsebene zurückgehen oder kann ich irgendwie sozusagen hier mechanisch aus... Also wenn du rausfinden willst, was... Das, wie man den, also wenn du ein Diagramm von Assemblies hast und du willst davon den Limes haben. Und deine Frage lautet? Die Frage ist, kann ich sozusagen jetzt irgendwie das auf eine abstrakte Art sagen, rausbekommen, hier aus den Konstruktionen, die wir schon haben? Also ach so, ja, kannst du. Weil du weißt doch zum Beispiel, um den Limes in der Kategorie zu berechnen, kann ich das zurückführen auf Sternmal-Objekt, Produkte und Differenzkerne. Wenn ich also für die drei Zutaten, eine von denen steht hier, das einmal gemacht habe, dann habe ich es automatisch mit verallgemeinertem abstrakten Nonsens für beliebige. Das heißt, es würde wirklich eine Codierung geben von diesem Limes-Objekt. Ja. Gegebene Codierung von anderen Sachen. Genau. Ja. Sonst Fragen? Okay. Dann will ich noch eine kleine Bemerkung slash Theorem, was ich gerade nicht beweise, fallen lassen zum Thema der Sprache. Das hatte ich letztes Mal auch gesagt, aber das war dann ein bisschen schnell, ein bisschen hastig und ich will das nochmal genau aufschreiben. Wir haben für Formeln von folgender Sprache, Formeln phi von folgender Sprache definiert, was das da bedeutet. Also was die Aussage bedeutet, dass phi realisiert wird. So, was wir schon in den früheren Vorlesungen hatten, war einfach die Sprache von Arithmetik. Aber jetzt halt ein bisschen mehr. Also nicht nur Sorte n, sondern je eine Sorte für jede Assembly. Und je ein Funktionssymbol. Für jeden Morphismus von Assemblies. Und je ein Konstantensymbol und hier gebe ich auch kurz an, wie ich das immer schreibe, x unterstrichen für jedes Element einer jeden Assembly. Diese Notation mit dem Unterstrich, die hatten wir früher auch schon, aber da in einem spezialisierteren Kontext. Früher war es so, dass wir über diesen Unterstrich eine natürliche Zahl schreiben durften und dann war das eine Abkürzung für s von s von s von 0. Jetzt dürfen wir irgendein abstraktes Element von der Trägermenge von irgendeiner Assembly hinschreiben und dann ist damit halt auch etwas Bestimmtes gemeint. Okay, und in der Übersetzungsdefinition, wann also irgendeine Aussage, wann eine Formel realisiert wird, da wissen wir für jede dieser Sachen, wie wir das zu interpretieren haben. Ich mache da nochmal ein Beispiel, aber das stand letztes Mal schon dran und sowieso werden wir gleich mehr Vertrautheit dazu erlangen, wenn wir dann diese Nerd-Sniping-Aufgabe durchsprechen. Also wenn ich sowas sage wie das da, dann meine ich für alle x0 aus der Trägermenge zu A und für alle natürlichen Zahlen gilt,
Sollte hypothetischerweise n ein Realisierer für x0 sein, dann terminiert die Ausführung der ersten Turing-Maschine bei Eingabe von n und liefert einen Realisierer für diese Formel. Und da hinten haben wir jetzt halt dieses neue Konstantensymbol eingesetzt. Okay. Wenn ihr wollt, schreibe ich hier gerade nochmal die Klausel für die Existenzquantifikation hin. Sie stand aber auch schon genau so letztes Mal dran. Hier ist es existiert dann ein x0 und es existiert irgendeine Kodierung, so dass n eine Kodierung von x0 darstellt und so dass nochmal anders, die soll nicht existieren, dieses n, sondern es soll mitgeliefert werden durch das r. K von r soll eine Realisierung für x0 sein und L von r soll eine Realisierung sein für die entsprechende Formel. So, dann. Und all die anderen Regeln bleiben genauso erhalten, wie sie früher schon dran standen. Okay, und wenn wir diese Spracherweiterung getroffen haben, dann lässt sich folgendes Theorem formulieren. Und dann stellt sich heraus, dass das Theorem auch stimmt. Dieses hier. Und da muss ich jetzt noch kurz erklären, was HA hoch Omega ist. Also HA hoch Omega. Das ist eine Erweiterung von Hating-Arithmetik. Und zwar eine solche, sodass es in HA hoch Omega nicht nur die Sorte n gibt, sondern auch eine Sorte für Funktionen von n nach n oder für Funktionen von n nach die Menge der Funktionen von n nach n oder beliebige Kombinationen davon. Das ist es prinzipiell schon, nur will ich es ein bisschen formaler aufschreiben, was wirklich die Zutaten sind. Also HA hoch Omega, ja? Das ist HA. Aber jetzt auch noch Sorten wie N hoch N oder N hoch N hoch N so geklammert oder auch andersrum geklammert. Einfach alle Potenztürme, die ihr bauen könnt, aus der Sorte N. Die sollen jetzt auch als Sorten vorhanden sein in HA hoch Omega. Und wir stellen uns vor, diese Sorte, das soll irgendwie die Sorte der Funktionen von n nach n sein. Das da hier, das soll die Sorte der Funktionen sein, die Werte in n annehmen und deren Definitionsmenge n hoch n ist. Das Element hiervon werden auch Funktionale genannt, um ein bisschen einschüchternd zu wirken. Ja? Das sind Funktionen, die nicht natürliche Zahlen oder reelle Zahlen als Argumente nehmen, sondern Funktionen. Und Elemente hier drin stellen wir uns vor als Funktionen, die eine natürliche Zahl als Eingabe nehmen und eine Funktion als Ergebnis produzieren. Eine Funktion von n nach n. Gut, und jetzt brauchen wir natürlich noch ein paar weitere Sachen, damit man damit umgehen kann. So haben wir jetzt momentan nur Sorten hinzugefügt, ohne dass man irgendwas damit anstellen könnte. Auch noch Funktionssymbole. EV für Auswertung. Und A und B sollen halt jeweils solche Türme aus N sein, ja? Beliebig geklammert. Meinetwegen auch nur ein einzelnes N. Die anschauliche Bedeutung von dem EV, Evaluation, soll sein, dass Evaluation eben zwei Argumente nimmt. Das erste Argument ist eine Funktion von A nach B, das zweite ist ein einzelnes A
Und die Evaluation-Funktion soll dann halt das A reinstecken in die übergebene Funktion und rauskommt tut dann ein B. So, und jetzt noch die Frage, wie man intern in HA hoch Omega sich Terme von diesen höheren Typen beschaffen kann. Terme vom Typus von der Sorte n sind leicht zu beschaffen, da haben wir nämlich die Konstante 0 und dann können wir s von s von s machen, wir können auch Plus und Mal verwenden. Aber wie können wir uns Terme von diesen höheren Typen beschaffen? Das geht mit Lambda-Abstraktion, was nun auch erlaubt ist. Wird gleich erklärt. Und ich schreibe nur die Liste noch kurz fertig. Dann sind es nämlich nur noch zwei Zutaten, nämlich wir gönnen uns noch primitive Rekursion auf beliebigen Typen. So heißt das. Ich erkläre gleich, was es dann heißt, was es bedeutet. Und wir gönnen uns noch ein Extensionalitätsaxiom. Okay, und ich will diese drei Zutaten gerade noch erklären, was sie wirklich bedeuten. Ja? Also Erklärung, was Lambda-Abstraktion ist. Ist S ein Term der Sorte B, in dem eine freie Variable x der Sorte A vorkommt, so gönnt man sich für jede dieser Situationen einen neuen Term. So ist Lambda x.s, so schreibt man das, ein Term der Sorte b hoch a, in der x nicht mehr als freie Variable zählt. Die Leute, die cool drauf sind, lassen ja auch so das Leerzeichen weg und so. Und die Leute, die ganz cool drauf sind, schreiben vielleicht nur Lambda xs oder so, ja, ohne den Punkt. Es gibt, ihr kennt das schon, nur nicht unter dieser Bezeichnung. In gewöhnlicher Mathematik kommt das durchaus auch vor, nur anders geschrieben. Also in der Mathematik, in Abgrenzung quasi von der Logik oder theoretischen Informatik, in der Mathe übliche Notation dafür ist das da, eine Funktion, die jetzt keinen Namen trägt, aber trotzdem eine Funktion ist, irgendein Element x als Eingabe erwartet und dann irgendwas produziert. Nicht immer, das sieht jetzt aus wie eine konstante Funktion, aber in s kommt ja noch x vor. Ja? Okay, also wir gönnen uns für jede Situation hier in der ersten Zeile je so ein Term und dann gönnen wir uns noch ein Axiom für die so kreierten Terme. Und das Axiom lautet, das regiert jetzt diese EV-Funktion, ja. Also wenn das erste Argument an die EV-Funktion so ein Lambda-Ausdruck ist und das zweite ist irgendein Term, dann sagt das Axiom, dass das dasselbe sein soll wie s, wobei man aber für x den Term t eingesetzt hat. Und das ist auch, wie ihr es erwarten würdet. Ne? Wenn das eine Funktion sein soll, die irgendwie x auf s abbildet, wobei s halt das x noch vorkommt, und man wendet diese Funktion jetzt auf irgendein t an, dann kommt halt dasselbe raus, wie wenn man gleich s genommen hätte, aber überall, wo x vorkam in s, hat man t geschrieben. Das ist Lambda-Abstraktion. So, dann können wir gleich Extensionalität machen, das schließt sich dann nämlich wunderbar an. Extensionalität, das sind jetzt nicht mehr weitere Funktionssymbole oder sowas, das sind nur weitere Axiome, nämlich folgendes Axiom.
dieses hier. Und das ist je ein Axiom, was wir uns gönnen für alle Sorten, oder ich glaube für jede, hier ist ein bisschen besser zu schreiben, für jede Sorte A und Sorte B, die wir in HA hoch Omega haben. Ja, also für all diese Türme von Ns wieder. Was das Axiom ausdrückt, ist halt, dass zwei Funktionen als gleich gelten, wenn sie an allen Stellen übereinstimmen. Das heißt Extensionalität. In gewöhnlicher Mathematik ist das auch so. Ne? Da hat man auch dieses Axiom, nur dass es da kein Axiom ist, sondern ein Theorem von Mengenlehre oder ein Resultat, wie man sich entschieden hat, Funktionen in Mengenlehre zu kodieren. Es gibt auch Kontexte, wo es sinnvoll ist, das Axiom wegzulassen oder zumindest stark abzuschwächen. Aber HA hoch Omega ist quasi noch recht bodenständig, da hat man einfach dieses Axiom drin. Und die letzte Sache, die ich erklären muss, ist die primitive Rekursion auf beliebigen Typen. Das geht so. So nehme ich an. Also sind das da und das da, also Terme. Terme von den entsprechenden Sorten, wie sie hier dran stehen. So ist auch Rec von F, G ein Term. Und zwar ein Term vom Typ so, und ich glaube, ich bin ein bisschen konfus gerade mit meinen Sorten. Ich glaube, ich will hier auch B hoch A schreiben. Ich schreibe mal B hoch A. Jetzt schreibe ich gleich hin, was das Rec FG erfüllen soll. Und dann sehen wir schon, was die richtigen Sorten sein müssen. Wir machen also nachträglich Typerschließung. Ja? Das, was der Haskell-Compiler tagtäglich macht. Also ist auch das da ein Term von diesem, von dieser Sorte. Und es gibt ein Axiom, was eben regiert, was da passiert. Und ich will das ein bisschen anders schreiben. Ich versuche es mal kurz so. So, dann kann ich nämlich sagen, Rec FG, wenn ich da die 0 einsetze, dann soll F rauskommen. Das ist ein Axiom. Und zweites Axiom, wenn ich hier S von N einsetze, dann soll Folgendes rauskommen. Dann soll G rauskommen. Wobei ich G füttern muss mit der Zahl n und dem Ergebnis des rekursiven Ausdrucks. Also brauche ich da doch noch was. Und zwar mache ich das so. Also ich füttere das mit n. Und das Ergebnis füttere ich noch mit dem rekursiven Aufruf. Also mit der Anwendung von recfg auf n. Und jetzt sehen wir, dass die Typen fast stimmen, aber noch nicht ganz. Jetzt sind sie richtig. Tim, schreibe ich Unsinn? Also es soll einfach wieder primitive Rekursion darstellen. Ja? Ich gebe einen Basisfall vor. Und sagt dann, recfg ist eine Funktion, wenn ich 0 einsetze, soll halt der Basisfall rauskommen. Und wenn ich den Nachfolger von der Zahl einsetze, dann soll Folgendes rauskommen.
dann soll erstmal das da berechnet werden. Und das Ergebnis wird dann in g von n gesteckt. Bei der letzten Evaluierung passt die Klammerung noch nicht so ganz. Okay, aber das kriegen wir noch hin, ne? Jo. Jetzt, ne? Ja. Gut. Und übrigens, ich werde sehr wenig Lust haben, weiter ev zu schreiben. Ich werde folgende Konvention einführen. F von x ist eine Kurzschreibweise für ev von f, x. Wenn ihr cool sein wollt, dann führt folgende Notation stattdessen ein. Von x f. Die verträgt sich auch besser mit der richtigen Kompositionsreihenfolge. Ne? Die coolen Leute schreiben nicht f-Kringel g, sondern für das, was eine klassische Mathematikerin als f-Kringel g bezeichnet, schreiben die coolen Leute g-Kringel f. Ne? Das, was Matthias, der schon ziemlich cool ist, als Prä schreibt. Ja? Und dann ist es aber gut, wenn man die ganz coole Notation hier hat, dass man auch vorne das von x schreibt, damit das wieder passt, damit man wieder die Regel hat. Von x anknüpfend auf f Kringel g, dass das wieder einfach das da ist. Ja, wenn ich diese Symmetrie behalten will und die coole Reihenfolge hier habe, dann bin ich fast gezwungen, das da zu machen. Wie auch immer, ist mir egal. Ich werde halt auf jeden Fall nicht mehr das ev ständig schreiben, ich werde einfach f von x schreiben. So, eine Sache ist noch zu dieser primitiven Rekursion zu bemerken. Und zwar, sie ist viel, viel mächtiger als die primitive Rekursion, die wir damals kennengelernt hatten. Damals war es nämlich so, dass wir durchaus Parameter durchschleifen konnten, aber die mussten unverändert bleiben während der gesamten Rekursion. Das ist jetzt nicht mehr enforced. Tatsächlich ist es zunächst so, oder weckt das zunächst einen Anschein, als ob Parameter gar nicht mehr durchgeschleift werden könnten, weil hier einfach b steht und nicht b hoch irgendwas, sodass dass man da Parameter einsetzen könnte. Aber b könnte ja selbst so eine Funktionssorte sein. Vielleicht könnte b n hoch n sein. Dann haben wir plötzlich einen Parameter n. Okay, und wie die Funktion g mit dem umgeht, bleibt ihr überlassen. Das heißt, sie kann während der Rekursion auch die Parameter nach Belieben ändern. Zum Beispiel die Ackermann-Funktion, die ist nicht primitiv-rekursiv im ursprünglichen Sinne. Sie ist aber schon primitiv-rekursiv in diesem neueren Sinne. Also das ist eine starke Ergänzung. Dazu wird es eine Übungsaufgabe geben, einfach damit ihr da ein bisschen Gefühl dafür bekommt. So, das jedenfalls ist HA hoch Omega. Und jetzt kann man zeigen, indem man den Beweis von der entsprechenden Aussage und das hoch Omega entsprechend anpasst, um Interpretation der neuen Sachen, dass alles, was HA hoch Omega beweist, dass das auch realisierbar ist. HA hoch Omega ist eine konservative Erweiterung von HA. Also HA hoch Omega zeigt keine neuen zahlentheoretischen Fakten, die nicht HA auch zeigen könnte. Aber es ist ganz angenehm, damit umzugehen, weil man dann eben höhere Sorten drin hat. Der Grund, warum wir das jetzt machen, ist, weil in der Realisierbarkeitswelt haben wir auf jeden Fall sowas wie höhere Sorten. Wir haben nämlich diese Exponentialassemblies und wir wollen auch mit denen argumentieren, ohne jedes Mal auf die Ebene der Realisierer zurückfallen zu müssen. Das ist gerade der Witz von dem ganzen Business. Wir wollen theoretische Informatik machen, also mit Computerprogramm hantieren und so weiter, ohne jemals das Wort Computerprogramm in den Mund nehmen zu müssen. Ja, wir zeigen einfach, dass irgendwas intuitionistisch gilt in H hoch Omega und bekommen dann automatisch geliefert die Realisierbarkeit von der bewiesenen Behauptung, also die Existenz von einem Computerprogramm, was genau das macht, was die Behauptung ausdrückt. Die gesamte so eine theoretische Informatik-Anfängervorlesung kann man sprachlich vereinfachen, indem man Folgendes macht. Jede Erwähnung von der Floskel, es gibt eine Turingmaschine, die Folgendes kann, wird ersatzlos gestrichen. Und ganz am Anfang von der Vorlesung schreibt man hin, all die folgenden Aussagen werden realisiert, Doppelpunkt, in dem Sinne. Und dann muss man nur noch darauf achten, dass man intuitionistisch korrekt argumentiert, aber darauf achtet man ja sowieso. Insbesondere in der theoretischen Informatik gibt es keine Widerspruchsbeweise oder sowas, weil man hat Realisierung im Blick immer, ja? Auch wenn man es vielleicht nicht formal fasst und auch wenn man vielleicht das Wort Realisierung gar nicht kennt, aber trotzdem theoretische Informatiker sind ja daran interessiert, was prinzipiell berechenbar ist. Okay, Ende von diesem Abschnitt. Ich lösche mal eine Tafel, ihr stellt Fragen und dann kommen wir zum Nerd-Sniping. Die Umkehrung von der Aussage gilt nicht? Nein, die Umkehrung gilt nicht.
Die Umkehrung gilt nicht. Wie auch schon bei dem normalen HA, was zum Beispiel realisiert wird, ist die Aussage, dass es nicht stimmt, dass für jede Zahl n die Entity-Maschine hält oder nicht hält. Und HA hoch Omega kann das aber nicht beweisen, weil wenn es H hoch Omega beweisen könnte, könnte es auch PA hoch Omega beweisen, aber P hoch Omega beweist eben das Gegenteil. Und dann hätten wir einen Widerspruch. Es gibt aber wieder eine Variante von dem Realisieren, eine mit so einem hoch P, und da wäre es dann wieder äquivalent. Ne? So, gibt es gerade Fragen zu dem, was bisher passiert ist? Okay, dann lass das Nerd-Sniping beginnen. Mit dem Warm-up und dann das Eigentliche. Proposition. Ich sage Proposition dazu, weil der Beweis nicht so schwer ist. Tatsächlich ist es eine Übungsaufgabe. Und wirklich keine schwere Aufgabe. Ihr könnt die wirklich lösen. Gleichzeitig aber ist es fundamental für das gesamte Gebiet. Die Proposition sagt aus, dass die Church-Turing-These, CT, realisiert wird. So, was heißt das? Das sagt aus, dass folgende Formel realisiert wird. Für jede Funktion f von n nach n gibt es eine Zahl e, sodass für alle x gilt, dass me von x terminiert und das Ergebnis gleich f von x ist. Hier hätte ich hier hinten offiziell statt f von x ev von f, x schreiben müssen. Also die Formel sagt aus, jede Funktion von n nach n ist gegeben durch eine Turing-Maschine. Für jede so eine Funktion gibt es einen e, sodass die e-Turing-Maschine genau dasselbe macht wie die Funktion f. Die Aussage, die hier steht, ist völlig falsch im Standardmodell der natürlichen Zahlen der klassischen Mathematik. Da gibt es Funktionen von n nach n, die nicht berechenbar sind. Ganz wesentliches Faktum von der Berechenbarkeitstheorie. Zum Beispiel folgende Funktion ist nicht berechenbar. Also für folgende Funktion gibt es klassisch kein so ein e. Die Funktion von n nach n, die n abbildet auf 0 oder 1, je nachdem, ob die Entity-Turing-Maschine hält oder nicht hält. Also ich schreibe es kurz an für diejenigen von euch, die nicht so ein starkes TI-Background haben. Folgende Funktion, nochmal ganz kurz. 1, falls mn hält bei leerer Eingabe, 0, falls nicht. Diese Funktion hier ist nicht berechenbar, ja? Im Rahmen von üblicher Mathematik. Wenn die Funktion hier doch durch eine Turing-Maschine berechnet werden könnte, dann hätte diese Turing-Maschine einen speziellen Namen. Sie hieße dann Halteorakel und es gibt kein Halteorakel. Ja? Gut, also die Formel, die da steht, ist völlig falsch im Standardmodell und rein intuitionistisch lässt sie sich zumindest nicht zeigen. Ja? Weil wenn sich es zeigen ließe, dann würde es ja in PA erst recht gelten oder in ZFC erst recht gelten und da geht es halt nicht. So, aber realisiert wird diese Aussage eben schon. Und das ändert fundamental den Charakter der Realisierbarkeitswelt, weil es eben eine völlig antiklassische Aussage ist. Jetzt könnte man Folgendes sagen. Wie kann das denn gehen, dass diese Aussage realisiert wird, wenn wir doch hier ein explizites Gegenbeispiel sehen? Und wir wissen doch, alles, was intuitionistisch beweisbar ist, wird auch realisiert. Gut, das heißt, die einzige Möglichkeit, einen Widerspruch aufzulösen, ist die Erkenntnis, dass hierbei in den nur 3, 4 Zeilen, die hier stehen, dass wir da irgendwas gemacht haben, was intuitionistisch nicht zulässig ist. Und das haben wir auch gemacht. Das sieht hier aus wie eine totale Funktion von n nach n. Für jede natürliche Zahl wird irgendwo eine abgebildet. Aber in Wahrheit ist die Funktion f gar nicht auf ganz n definiert, sondern nur auf der Menge derjenigen natürlichen Zahlen, sodass die Entity-Turing-Maschine hält oder nicht hält. Das ist eine Teilmenge von n.
In klassischer Logik kann ich trivial zeigen, dass es ganz n ist. Intuitionistisch kann ich das nicht zeigen. Die Church-Turing-These macht aber nur Aussagen über total definierte Funktionen von n nach n, nicht von irgendeiner Teilmenge nach n. Ja? Das heißt, diese Funktion ist auf jeden Fall kein Gegenbeispiel. Damit ist zumindest mal dieser Widerspruch jetzt gerade abgewendet. Und dann kann man das halt auch beweisen. Ich will eine Sache zum Beweis sagen und die restlichen Details überlegt euch dann in der Übung. Geht euch mit Hilfe der Übersetzung, die ja hier auch nochmal dran steht, durch, was das heißt. Wenn wir behaupten, dass diese Formel realisiert wird, behaupten wir, dass es ein Computerprogramm gibt, was Folgendes macht. Dieses Computerprogramm bekommt einen Realisierer für so eine Funktion f übergeben. Also eine Zahl e, sodass die e-te Turing-Maschine genau das macht, was f macht. Und was das Computerprogramm zurückgeben soll, ist eine Zahl e, sodass die e-te Turing-Maschine genau das macht, was f macht. Also das Computerprogramm, was diese Aussage realisiert, ist trivial. Das liest die Eingabe vom Band ein und gibt sie wieder aus. Ja? Also das ist eine... Also das ist nicht nur irgendwie ein Faktum, was gilt, sondern es ist ein triviales Faktum, was gilt in der Realisierbarkeitstheorie. Man muss sich über eine Sache noch Gedanken machen. Es ist nicht ganz richtig, dass die Turing-Maschine nur das E wieder ausgibt, denn wenn ihr nachschaut, was eine Turing-Maschine machen muss, um eine Existenzaussage zu realisieren, ist, sie muss ein Paar zurückgeben, eine Zahl, die man als Paar auffasst, wobei die erste Komponente eben das Gesuchte in diesem Fall E wäre und die zweite Komponente ein realisierbar für die restliche Aussage. Aber schaut euch mal an, wie die Formel hier weitergeht. Realisierer hiervon sind immer trivial. Das wäre eine Turing-Maschine, die also noch so ein x nimmt und jetzt einen Realisierer dafür ausgeben muss. Jetzt will ich momentan nur mal auf das Hintere achten. Ihr macht ja auch noch ein bisschen was in der Übung. Und ein Realisierer für so eine Gleichheit kann aber jede Zahl überhaupt sein. Sofern die Gleichheit stimmt, haben wir definiert, dass jede Zahl ein Realisierer von der Gleichheit ist. Das heißt, diese Turing-Maschine, die noch als zweite Komponente zurückgegeben werden soll, die liest aus einem x ein und gibt ihre Lieblingszahl aus. Gut, überlegt euch die Details davon in der Übung. Das ist die Church-Turing-These, wenn man ganz genau sein will, für Funktionen von n nach n. Genauso aber gilt die Church-Turing-These für alle Sorten A, B. Mit genau demselben Beweis. Nur die Formulierung der Aussage muss man ein bisschen ändern. Vielleicht machen wir dazu auch eine Übungsaufgabe. Okay. So, und jetzt schauen wir uns mal ein paar Konsequenzen davon an. Eine Konsequenz ist jetzt folgende. Das war das, wo ich mehrere Stunden genördsnappt wurde. Theorem. Unter Annahme von Modus Ponens in der Metasprache, in der Metatheorie, nicht Modus Ponens, Markovs Prinzip. Markovs Prinzip zur Erinnerung, das hat gesagt, wenn man weiß, dass es nicht sein kann, dass eine natürliche Zahl n, sodass sie eine entscheidbare Eigenschaft erfüllt, existiert, dann gibt es auch wirklich so eine Zahl n. Die anschauliche Bedeutung von Markovs Prinzip war, dass es eine Turing-Maschine gibt, die einfach nach so einer Zahl n sucht und sie weiß, sie muss sie irgendwann finden, deswegen wird sie terminieren, halt mit dem richtigen N. Gut, jedenfalls, was wird unter dieser Annahme über die Metasprache realisiert? Folgendes. Für jede Funktion von N nach N und für jede Funktion von, und für jede Funktion Alpha von N nach N gibt es eine Schranke groß M, sodass für alle Beta gilt, wenn das da stimmen sollte, dann ist f von Alpha gleich f von Beta. Okay, lasst das kurz durchdenken, was hier steht. Es geht hier zunächst um Alphas, Funktion von n nach n. Die stelle ich mir als unendlich lange Folgen vor. Ja? Und dann geht es um Funktionen f, welche solche unendlich langen Folgen als Argumente nehmen und eine einzelne natürliche Zahl als Ergebnis produzieren.
Wie könnte so ein F aussehen? Nur um ein kleines Gefühl zu bekommen für Terme von so höherer Ordnung. F könnte zum Beispiel die Funktion sein, die so ein Alpha nimmt und dann Alpha von 0 zurückgibt. Offiziell müsste ich EV Alpha, 0 schreiben. Das wäre eine Möglichkeit, was F machen könnte. Oder F könnte auch ein Alpha nehmen und Alpha von 0 zurückgeben. Oder F könnte auch ein Alpha nehmen und die Summe der Zahlen i gleich 0 bis Alpha von 0 von Alpha von i zurückgeben. Summe müsste man entsprechend definieren mit Hilfe von primitiver Rekursion. Nur als drei willkürliche Beispiele. Ja? Das ist, wie so ein F aussehen könnte. Was ihr an diesen drei Beispielen feststellt, ist, wenn ein Alpha fixiert ist, dann gibt es eine gewisse obere Schranke m, sodass das Ergebnis f von Alpha genau dasselbe ist wie das Ergebnis von jedem f von Beta, sofern das Beta nur am Anfang genau dieselben Funktionswerte hat wie das Alpha. Also zum Beispiel hier vorne, da sehen wir doch, dass die Funktionswerte Alpha von 1, Alpha von 2 und so weiter gar nicht eingehen. Ja? Also jede Funktion Beta, die auf dem allerersten Argument mit Alpha übereinstimmt, wird dasselbe Ergebnis produzieren, wenn man sie in F reinstellt. Wie ist es hier? Hier gibt es keine Schranke, die wir allgemeingültig angeben können, aber wenn ein Alpha schon fixiert ist, dann kommt ja bei Alpha von 0 irgendwas raus, sagen wir 1000. Und dann wissen wir jedes Beta, sodass zumindest die ersten 1000 Glieder gleich sind, die ersten 1000 Funktionsergebnisse wie bei Alpha, werden dann unterm Strich dasselbe Ergebnis produzieren. Und beim dritten Beispiel halt auch. Und die Aussage hier ist, das stimmt nicht nur für diese drei Beispiele, die ich mir gerade ausgedacht habe, sondern für jede Funktion von der Menge der Folgen nach n rein. Dieses n hoch n, das hat auch noch einen Namen. Das ist der sogenannte Bär-Raum. Weiß jemand, ob ich die Aussprache korrekt mache? Sehr gut. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, das zu formulieren. Es ist nämlich so, dieser Raum hier, das ist auch ein metrischer Raum. Eine Möglichkeit, die Metrik zu definieren, ist wie folgt zu sagen: Der Abstand von Alpha zu Beta soll sein das Infimum über alle Zahlen der Form 2 hoch minus n, so dass Alpha von m gleich Beta von m ist für alle m kleiner n. Und lasst mich überlegen, ob ich kleiner gleich schreiben will. Ist mir recht egal. Nö, lass so. Das ist dann sogar eine Ultrametrik, das heißt, die Dreiecksgleichung gilt in verschärfter Form. So. Und dann kann man nachrechnen, wann mit Hilfe von dieser Definition der Metrik denn eine Funktion f vom Bär-Raum nach n stetig ist. Und dann kommt raus, eine Funktion vom Bär-Raum nach n ist genau dann stetig, im normalen metrischen Sinne, Epsilon Delta, wenn das da gilt, was da hinten steht. Das heißt, das könnte man auch kürzer ausdrücken. Kürzer, jede Funktion f vom Bär-Raum nach n ist stetig. Jede Funktion. Es ist nicht möglich, eine unstetige Funktion zu definieren und es gibt auch einfach keine unstetigen Funktionen in diesem Modell. Auch wieder sicherlich ein starker Unterschied zur klassischen Welt. Gleich ein Korrelat daraus. Auch jede Funktion f mit sowas ist stetig. Der einzige Unterschied ist jetzt, dass insgesamt das mittlere n wurde durch ein b ersetzt. B dabei soll die Menge, moderate Menge Assembly
0,1 sein. Die hat genau zwei Realisierer, die Zahl 0 für die 0, die Zahl 1 für die 1. So eine Funktion f nimmt also nicht irgendeine Folge, sondern nur eine 0,1-Folge als Argument. Okay, und jetzt Frage an die anwesenden Topologinnen. B hoch n, ist das ein kompakter Raum? Logisch, wegen dem Satz von Tychonoff, weil B ist ja sicherlich ein kompakter Raum, da endlich. Und das ist ein Produkt von kompakten Räumen. Tychonoff sagt, das ist wieder kompakt. Deswegen könnte man Folgendes erwarten. Jede Funktion f von dem Cantor-Raum, so heißt das B hoch n auch, ist gleichmäßig stetig. Wenn man das ausschreibt, was das eben heißt mit der metrischen Definition und so weiter, würde das heißen, das heißt, für jede so eine Funktion f gibt es ein Groß M, sodass für alle Alpha und für alle Beta gilt, sollten die vorne übereinstimmen auf dem initialen Segment, dann sind die schon wirklich gleich, die Funktionsergebnisse, f von Alpha und f von Beta. Ja, weil man lernt doch, stetige Funktionen auf kompakter sind gleichmäßig stetig. Stellt sich aber raus, diese Aussage wird nicht realisiert. Dazu werdet ihr ein Beispiel in den Übungen machen. Das Beispiel wird schon euch vorserviert, das ist recht schwierig, selbst darauf zu kommen. Das ist ein Beispiel, das, was den sogenannten Kleinitri beinhaltet, der sowieso recht wundersame Eigenschaften hat. Deswegen ist es cool, den mal zu studieren. Und ihr sollt dann nachrechnen, dass für so ein Beispiel, was aus dem Kleinitri konstruiert ist, dass das nicht stimmt. Damit habt ihr auch gleich was Neues gelernt, nämlich wie auch immer der Beweis in der Anna 1 nochmal aussah, dass stetige Funktionen auf kompakter gleichmäßig stetig sind, er kann nicht konstruktiv gewesen sein. Weil sonst würde ja aus dem das da folgen, weil die Realisierbarkeitswelt macht konstruktive Mathematik mit. So, und was ich jetzt gerne machen würde, ist das Theorem hier beweisen. Der Satz von Tychonoff gilt nicht. Du meinst, es gäbe noch eine andere Möglichkeit, nämlich die Realisierbarkeitswelt könnte denken, dass b hoch n nicht kompakt ist. Ne? Ja. Ja, das ist richtig. Beschränkt und ist sie aber nicht. Genau, man kann Beispielgeben geben, werdet ihr eine Übung angeben, ihr werdet eine Funktion angeben, f von dieser Sorte, welche nicht beschränkt ist. Welches? Du meinst ganz oben? Welches? Richtig. Das war ja noch, wo überall n standen. Du b hinschreibst, wird es interessanter. Genau. Und zum Beispiel schon das, also das da wäre übrigens noch eine Funktion, die wäre gleichmäßig stetig in diesem Sinn gewesen. Die da nicht mehr. Aber schon, wenn man nur b hoch n hier hinschreibt. Weil dann wird das halt höchstens 1. Ne? Gut. Ja, Kompaktheit definiert man dann da über Folgenkompaktheit. Ja, die Büchse wollte ich jetzt nicht aufmachen. Es gibt halt 6, 7 Definitionen von Kompaktheit. Nicht alle von denen äquivalent. Deswegen wollte ich jetzt nicht genauer eingehen, ob jetzt b hoch n, in welchem der 5 Sinne intern kompakt ist. Aber es ist eine hochspannende Frage und ich habe einen sehr, sehr schönen, wenn auch ein bisschen technischen Vortrag vor kurzem erlebt, bei der sehr, sehr geilen Herbstschule Proof and Computation, wo ich mit Matthias zusammen war, wo der gesamte Vortrag nur um Äquivalenzen oder Nicht-Äquivalenzen von verschiedenen Kompaktheitsdefinitionen ging. Also richtig geil für die Leute, die in diesem Gebiet schon jahrelang forschen. Noch eine Frage? Okay, dann lasst mal durchgehen, warum man denkt, dass das korrekt wäre, wo die Schwierigkeit darin liegt, das intuitive Argument zu formalisieren und wie dann der korrekte Beweis aussieht.
dazu fange ich den Beweis mal ein kleines bisschen an, um zu sehen, was wir eigentlich genau zeigen müssen. Also was wir zeigen müssen, steht dran, aber was das bedeutet nach der Realisierbarkeitsinterpretation. Das will ich kurz hinschreiben. Ja? Also Beweis des Theorems. Wir müssen ein Programm schreiben, das einen Realisierer für so eine Funktion f als Argument nimmt. Für eine berechenbare Funktion f und einen Realisierer für eine berechenbare Funktion Alpha als Eingaben einliest und so eine Zahl m produziert. Ja? Eine Zahl m, wie in der Formulierung des Theorems. Sowie einen Realisierer für die Aussage, die dann halt nach dem existiert M noch kommt. Die das da ausgibt. Ja, das ist die Übersetzung mithilfe der Regeln, wie wir sie jetzt kennengelernt haben. Halten wir zunächst fest, was davon trivial ist und was nicht. Trivial davon ist hier diese zweite Sache. Denn nehmen wir kurz an, wir hätten es geschafft, so ein richtiges M zu finden. Ein M wie in der Behauptung des Theorems, dann ist es trivial, einen Realisierer für das da zu schreiben. So ähnlich wie wir es vorhin auch schon gesagt haben. So ein Realisierer muss nämlich nur so ein Beta als Argument nehmen, muss dann eine Funktion ausgeben, eine Turing-Maschine, die bereit ist, einen Realisierer hiervon als Argument zu nehmen und dann ihrerseits einen Realisierer hiervon auszugeben. Aber wenn das M eben richtig gewählt war, dann ist ja f von Alpha gleich f von Beta und dann kann diese Turing-Maschine wieder ihre Lieblingszahl als Ergebnis ausgeben. Und da wird dann ein Realisierer für f von Alpha gleich f von Beta sein. Schwierig ist es also nur, das Groß M zu bekommen. Je nachdem, wie viel Spaß euch Currying macht, fällt euch auch auf, dass ich hier oben ein kleines bisschen geschlampt habe. Hier habe ich nämlich gesagt, dass wir ein Programm schreiben müssen, was eben zwei Argumente einliest. Irgendwie mit einer Paarungsfunktion vielleicht wieder. Und das ist nicht wörtlich das, was wir eigentlich beweisen müssen. Wir müssen eigentlich beweisen, dass es eine Maschine gibt, die so ein f als Eingabe einliest und eine Maschine ausgibt, welche ihrerseits ein Alpha als Argument nimmt und dann das da hinten realisiert. Aber wir haben diese Funktion groß S kennengelernt, diese Turing-Maschine groß S, mit der man beliebig zwischen diesen beiden Sichten umrechnen kann. Also berechenbar gibt es keinen Unterschied zwischen Funktionen, die einfach zwei Argumente nehmen und ein Ergebnis produzieren, und Funktionen, die ein Argument nehmen und als Ergebnis kein Endergebnis zurückliefern, sondern ihrerseits eine Funktion, welche dann noch ein Argument nehmen und dann ein Endergebnis produzieren. Das Umrechnen zwischen diesen beiden Sichtweisen heißt auch Currying, nachdem der Augsburger Curry Club benannt ist. So, jedenfalls habe ich da so ein bisschen geschlampt, aber das ist okay zu schlampen an dieser Stelle. Und jetzt ist halt die Frage, wie man auf diese Zahl m kommen kann. Zunächst die Frage, warum sollte es denn überhaupt so eine Zahl m geben? Warum sollte es eine Zahl m geben, sodass f von Alpha immer f von gleich f von Beta ist, wenn Alpha und Beta nur bis zur Stelle m übereinstimmen? Die Idee ist die, so eine Funktion f muss eben auf diesen Eingaben terminieren. In dieser Menge sind nur terminierend totale Funktionen drin. Ja? Die Sprechweise ist, man sagt total für Funktionen und terminierend für Turing-Maschinen. Ich habe das gerade ein bisschen verwechselt. Gut,
Also wenn die Berechnung von diesem Ergebnis terminieren soll, dann läuft die also nur endlich lange. Und in endlicher Laufzeit kann so ein f nur endlich viele Werte von Alpha inspizieren. Das ist die Idee. Und nach dieser Obergrenze kann f egal sein, wie Alpha noch weitergeht, weil es sowieso da nie hinkommen wird. Jetzt schauen wir uns aber genauer an, was es wirklich bedeutet, so einen Realisierer hiervon zu haben. Und dann sehen wir, dass es ein bisschen diffiziler ist, was wir machen müssen. So, ich gebe jetzt mal diesem Realisierer kurzzeitig einen Namen. Ich habe aber eigentlich nicht Bock, dann ständig den Realisierer Namen zu geben. Also ich hoffe, ihr erlaubt mir dann so ein bisschen Episodes of Notation, dass ich F schreibe, obwohl ich E meine. Das sehen wir gleich. Ich will trotzdem jetzt mal kurz hinschreiben, was das E können muss. Ja? Dazu muss ich nochmal nachschauen, was denn die Definition von dieser Exponentialassembly war. Ja? Assembly der Funktionen von hier nach dort. Also folgendes erfüllt oder muss E erfüllen. So, für jede Funktion, lass mal Gamma schreiben oder so, um Verwirrung zu vermeiden. Für alle Realisierer R von berechenbaren Funktionen Alpha von n nach n muss ME von R terminieren. Und zwar nicht mit irgendeiner Zahl, und zwar mit folgender Zahl, mit dem Wert f von Alpha. So. Insbesondere, das schreibe ich einfach noch dazu, damit wir das dann übersichtlich dranstehen haben. Und sind R, R Schlange zwei Realisierer für dieselbe berechenbare B-Punkt Funktion Alpha von n nach n. So müssen ja sowohl ME von R als auch ME von R Schlange terminieren und sie müssen dann denselben Wert haben. So muss ME von R gleich ME von R Schlange sein. Also das ist, was das E leisten muss. E setzt, E ist ein Programm, was die abstrakte Funktion f umsetzt. Mit unseren Konventionen bedeutet das, dass E als Argument bekommt die Nummer von einer Turingmaschine, welche so ein Alpha berechnet. Und sie muss ihm zurückgeben den richtigen Funktionswert. Und jetzt sehen wir aber, dass dieser Realisierer E, oder die besser gesagt die E-Turing-Maschine, noch ein bisschen mehr Macht hat a priori, als das, was wir ganz normal in Mathematik hinschreiben könnten. Denn ME bekommt nicht einfach die fertige Funktion Alpha irgendwie übergeben, sondern sie bekommt einen Realisierer, also einen Programmcode für Alpha übergeben. Und je nachdem, wie dieser Programmcode aussieht, dürfte sich ME auch zunächst anders verhalten. ME könnte zum Beispiel checken, ob der Programmcode länger als so und so viel Zeichen ist. Und je nachdem macht ME das eine oder das andere. ME von R könnte a priori auch einfach die Länge des Programmtext R zurückgeben oder R als Zahl selbst zurückgeben oder so. A priori. Aber eine Entscheidung gibt es eben doch. ME muss extensional sein. Wenn zwei verschiedene Quelltexte für dieselbe Funktion Alpha übergeben werden, dann muss das Endergebnis, was ME produziert, trotzdem beides Mal dasselbe sein. Also ME darf schon den Quelltext inspizieren und alle möglichen Überlegungen damit anstellen. Das Endergebnis, was ME dann produziert, darf aber nicht von der Wahl des Quelltextes abhängen, sondern eben nur von der zugrunde liegenden Funktion, die durch diese Quelltexte gegeben sind. Insbesondere scheidet das Beispiel, was ich gerade genannt habe, aus.
ME darf nicht einfach die Länge des übergebenen Quelltextes ausgeben, weil es ist problemlos möglich, für eine und dieselbe Funktion Alpha zwei Quelltexte zu finden, die unterschiedlich lang sind, und dann würde einmal die Zahl rauskommen, einmal die andere Zahl. Und da ist man jetzt bestärkt noch in der Wahrheit des Theorems, weil man jetzt halt zum Schluss kommt, dass die Funktion ME halt nichts anderes machen kann, als das übergebene Argument zu simulieren. Und wenn es simuliert, dann läuft es eben insgesamt nur endlich lange und dann können nur endlich viele Funktionswerte abgegriffen werden. Trotzdem natürlich noch kein Beweis. Der Beweis kommt jetzt. Ich hätte nur zwei Bitten, eventuell kurzes Fenster aufmachen und bitte nachfragen, ob die gesamte Problemstellung klar ist, weil sonst ist der Beweis natürlich super dröge, wenn ich jetzt einfach noch 10 Minuten eine Funktion definiere. Also geht mal kurz in euch, ob ihr verstanden habt, was wir zeigen müssen. Ich versuche noch einmal ganz kurz in stromlinienförmig zusammenzufassen. Wir müssen ein Programm schreiben, was folgendes macht. Es bekommt den Quelltext für eine Funktion f und den Quelltext für eine Funktion alpha und muss eine Zahl m zurückgeben, sodass das hier gilt, f von alpha gleich f von beta, für alle Funktionen beta, die auf den vorderen n-Gliedern denselben Funktionswert haben. Und zu bedenken ist, dass f nicht einfach so ein Alpha als Argument bekommt, sondern den Quelltext für so ein Alpha, diesen Quelltext auch inspizieren kann, gewisse Freiheiten hat, aber es muss sich hieran halten, wenn man einen Quelltext übergibt von einer terminierenden Funktion, von einer totalen Funktion, muss auch f von Alpha einen terminieren, einen konkreten Wert liefern, also muss auch ME von R terminieren, und wenn man zwei verschiedene Quelltexte für dieselbe Funktion übergibt, muss das Ergebnis gleich sein. Okay. Folgende Möglichkeit, das Theorem zu beweisen, funktioniert nicht. Also wir müssen dieses Groß M finden. Die Idee wäre, wir übergeben f zum Test mal nicht Alpha, sondern eine Variante von Alpha. Nämlich eine Variante, die auf den ersten 17 Eingaben genauso sich so verhält wie Alpha und danach absichtlich in eine Endlosschleife gerät. Wenn wir diese Variante von Alpha an f übergeben, oder genauer an den Realisierer e von f, ne? Dann wird Folgendes passieren. Vielleicht braucht ME gar nicht Zugriff auf die Stellen hinter als 17 von einem Argument. Dann wird da einfach wieder ein Funktionswert rauskommen, und zwar genau derselbe wie f von Alpha. Vielleicht braucht ME aber doch Zugriff auf die hinteren Komponenten. Ja, und dann wird die Ausführung von ME in eine Endlosschleife geraten. Und so wissen wir dann zumindest, 17 war noch zu klein. ME braucht Zugriff auf mehr als nur diese ersten 17 Stellen. Und dann könnten wir das wiederholen mit 18, 19, 20, so lange, bis wir irgendwann mal was Terminierendes bekommen. Soweit eine ganz gute Idee. Würde rein theoretisch, mathematisch auch funktionieren, aber nicht in diesem Realisierbarkeitsbusiness. Denn wir haben keine Möglichkeit herauszufinden, ob eine Berechnung, die wir jetzt mal angefangen haben, ob die terminieren wird oder nicht. Es kann sein, dass der einfach nur sehr, sehr lange dauert und dann schon terminieren würde. Wir können da keinen Unterschied raus, also wir können nicht rausfinden, ob wir nur das Pech haben, dass die Terminierung sehr, sehr lange noch in der Zukunft aussteht oder ob es nie terminieren wird. Deswegen geht dieser Ansatz nicht und wir müssen uns cleverer anstellen. Also machen wir das. So, wir müssen ein Programm schreiben, das macht. Das geht so. Und jetzt beginnt das Programm. Ja? Also lese Realisierer für f und Alpha ein. Erzeuge dann folgendes Programm, welches einen Namen haben wird, nämlich Psi.
Psi soll sowas Ähnliches werden wie Alpha, insbesondere werden wir dann gleich f von Psi ausführen. Ja? Lese eine Zahl n ein. Prüfe, ob die Ausführung von f von Psi in kleiner gleich n Schritten hält. Wenn nein, wenn ja. So, was ist hier passiert? Hier rufen wir f auf. Das ist okay, denn wir haben ja einen Realisierer für f gegeben, so eine Turingmaschine E. Und wir wissen, was Turingmaschinen, andere Turingmaschinen simulieren können. Was hier also passiert ist, dass wir halt die Turingmaschine E simulieren. Krasser ist, was denn das Argument ist, was wir E übergeben. Das ist nämlich Psi, also die Nummer des Programmcodes, was wir hier gerade im Begriff sind zu erstellen. Es ist ein Theorem aus der theoretischen Informatik. Das war der Rekursionssatz, den wir auch angeschrieben hatten. Das war diese Maschine Groß E, dass es immer möglich ist, Programme zu schreiben, die Zugriff haben auf ihren eigenen Quelltext oder ein bisschen formaler ausgedrückt, die Zugriff haben auf ihren eigenen Index, auf die Nummer n, sodass sie selbst die nte Turingmaschine in der Liste aller Turingmaschinen sind. Gut, und jetzt lassen wir halt, also simulieren wir die Berechnung von f von Psi, wir simulieren die Turingmaschine E bei Eingabe von unserer eigenen Nummer. Und lassen uns überraschen, ob die in kleiner gleich n Schritten gehalten hat oder nicht. Kann ja sein. Ja? Wenn das noch nicht der Fall war, dann gib Alpha von n aus und beende. Wenn ja, führen wir noch einen Vergleich durch. Prüfe, ob f von Alpha gleich f von Psi ist. Und dann wieder ein wenn ja und ein wenn nein. Wenn nein, gib Alpha von n aus. Wenn ja, dann kommt was. Was da kommt, will ich gleich ausfüllen. Ich will nur festhalten, was wir jetzt schon über das Programm Psi beweisen können. Und beobachtet also, wie clever hier dieses Programm Psi vorgeht. Ja? Also Psi simuliert die Turingmaschine, die zu F gehört, mit Eingabe von sich selbst. Und wie geht höchstwahrscheinlich diese Turingmaschine um? Das hängt jetzt natürlich davon ab, wie die Funktion f gebaut ist. Vielleicht ist f auch die konstante Funktion und der Realisierer, die wir dafür haben, ist auch die konstante Turingmaschine, die einfach die Eingabe völlig ignoriert und eine 0 oder so aufs Band schreibt. Aber der realistische Fall wäre, dass f eine dieser Funktionen ist und auch der Realisierer dafür dann halt die übergebene Nummer einer Turingmaschine verwendet zur Simulation. Das heißt, zur Ausführung von f von Psi wird f selbst wiederum Psi simulieren, also dieses Programm. Und dieses Programm wird, um zu bestimmen, was es ausgeben soll, f von Psi wieder realisieren und simulieren und so weiter und so fort. Also Inception zu einem tiefen Level. So, das ist also wahnsinnig vage, was hier passiert. Und außerdem sind wir noch nicht fertig mit Schreiben. Aber trotzdem können wir schon zeigen, dieses Programm, es ist unmöglich, dass dieses Programm nicht hält. Also hier kommt, der Programmtext passt da noch hin. Und dann kommen Beweise über das, was wir jetzt gemacht haben. Behauptung. Es ist nicht möglich, es ist nicht der Fall, dass kein n existiert, sodass die Berechnung von f von Psi in kleinen gleich n Schritten hält. Die Ausführung von f von Psi hält in kleiner gleich n Schritten. Angenommen doch. Also angenommen, es gäbe kein n, sodass es stimmt, dass f von Psi nach n Schritten angehalten hat.
dann analysieren wir mal, wie sich dann das Programm C verhält. Bei dieser Abprüfung hier werden wir dann immer in den Fall Nein kommen. Weil es ja nicht der Fall ist, dass die Ausführung kleiner gleich n Schritten gleich hat, nach Annahme. Das heißt, Psi wird sich genauso verhalten wie Alpha. Dann Psi von n gleich Alpha von n für alle natürlichen Zahlen. So. Das heißt, wir sehen, Psi ist nur ein anderer Quelltext für dasselbe Programm wie Alpha. Nach dem, was an der linken Tafel in Orange dran steht, wissen wir also, somit hält die Berechnung von f von Psi an. Und zwar wissen wir auch, mit welchem Ergebnis. Und zwar mit Ergebnis f von Alpha. Wenn ich genau wäre, dann würde ich nicht f von Psi schreiben, sondern m Index e von der Nummer von Psi. Also ich weiß das jetzt deswegen, weil das hier in Orange dran steht. Wenn wir zwei Realisierer haben für dieselbe Funktion Alpha, einmal halt der übergebene Realisierer von Alpha, der hier übergeben wurde, und dann das da, dann muss beides mal das Ergebnis terminieren und zwar mit demselben Wert. So, und das ist ein Widerspruch. Denn die Annahme war ja, dass es nicht terminiert. Wir sehen jetzt also, dass es nicht der Fall ist, dass das Teil terminiert. Mit Markovs Prinzip können wir folgern, es terminiert wirklich. Die Ausführung von f von Psi terminiert. Nein, das Rot-Orange ist, was wir noch voraussetzen dürfen über den, den Realisierer E. Wir haben den Realisierer E gegeben für so eine Funktion f von n hoch n nach n. Und der Realisierer hat diese Extensionalitätseigenschaft, die in Orange angegeben ist. Und wir haben jetzt unter dieser Widerspruchsannahme gesehen, dass sich Psi genauso verhält wie Alpha durch das da. Und daher muss auch f von Psi, die Berechnung von f von Psi, muss auch terminieren, und zwar mit demselben Ergebnis wie f von Alpha. Weil ich Sorge habe, dass ihr extrem verwirrt seid von diesen Realisierern, gebe ich denen kurz einen Namen, aber ich werde das danach, glaube ich, nicht mehr machen. Also ein Realisierer E für das f und R für das Alpha, das könnten wir so schreiben. Und die Ausführung von f von Psi, damit ist dann gemeint m e von Psi. Ja? Auch an der Stelle nochmal. Also Beweis, das ist einfach Markovs Prinzip, was wir angenommen haben, dass es gilt. Deswegen dürfen wir es verwenden. Wir lassen einfach uns überraschen, wann das n auftritt. So dass f von Psi nach n Schritten gehalten hat. So, jetzt wäre ich gerne noch interessiert, was denn der Funktionswert ist von f von Psi. Behauptung, f von Psi ist f von Alpha. Beweis. Das ist eine Gleichheit von natürlichen Zahlen. Die kann ich auch mit Widerspruch beweisen. Denn ich weiß ich intuitionistisch, dass je zwei natürliche Zahlen gleich oder ungleich sind. Und jetzt zeige ich halt, dass sie nicht ungleich sind. Also angenommen nicht. Dann schauen wir uns wieder an, wie sich das Programm C verhält. Also, wenn n noch so klein ist, dass f von Psi in kleiner gleich n Schritten noch nicht gehalten hat, dann verhält sich Psi ja wie Alpha. Okay, und wenn jetzt n so groß ist, dass f von Psi eben doch in kleiner gleich n Schritten gehalten hat, dann wird jetzt geprüft, ob f von Alpha gleich f von Psi ist. Wir machen einen Widerspruchsbeweis und nehmen an, dass dem nicht so ist. Das heißt, das Programm rutscht in diesen Fall rein und gibt Alpha von n raus. Kurz, das Programm Psi verhält sich wieder ganz genauso
wie Alpha. Und wenn es sich wieder ganz genauso verhält wie Alpha, dann muss auch das Ergebnis dasselbe sein. Somit f von Psi gleich f von Alpha. Und das ist ein Widerspruch zur Annahme, dass die ungleich sind. So, und jetzt gibt es nur noch das hier auszufüllen. Und wie ihr seht, haben wir das bisher nicht verwendet, ne? Weil wir in der Lage waren, die Beweise zu führen. Falls ja, dann bestimme die Anzahl Schritte und die nennen wir dann W, die f von Psi zum Halten gebraucht hat. Bestimme die Anzahl Schritte W, die f von Psi zum Halten benötigt hat. Wir sehen in dem Fall, dass sie auf jeden Fall angehalten hat, ja? Mit irgendeiner Anzahl W kleiner gleich n vielen Schritten. Und jetzt machen wir was. Ich schreibe hier ganz links weiter. Einrückungsmäßig müsste ich hier weiterschreiben, ne? Aber der Platz geht aus. Okay, gehe auf systematische Art und Weise alle endlichen Erweiterungen, ich will diese Erweiterung V nennen, der Liste Alpha von 0 und so weiter bis Alpha von B minus 1 durch. Diese Werte hier können berechnet werden durch die Maschine Psi, weil ja ein Realisierer von Alpha gegeben ist, nämlich das R. Prüfe, ob f von v hoch Dollar, wird gleich erklärt, ist nicht meine Notation, prüfe, ob f von v hoch Dollar ungleich f von Alpha ist. Falls ja, gib f Dollar von n aus und beende. Falls nein, suche weiter. Das heißt, geh die nächste endliche Erweiterung durch, dann die übernächste und so weiter. Was ist gemeint hier mit diesen endlichen Erweiterungen? Naja, ich versuche halt mal hinten eine Komma 0 noch dazu zu schreiben. Dann versuche ich hinten eine Komma 1 dazu zu schreiben. Dann versuche ich Komma 0, 0 dazu zu schreiben. Dann Komma 1, 0 und dann halt irgendwie so diagonal durch, sodass ich im Laufe der Zeit alle endlichen Erweiterungen erwischen werde. Das ist mit der systematischen Suche gemeint. So kantormäßig, ja? Was ist das V hoch oben Dollar? So, das soll diejenige Funktion sein, die, deren Wertetabelle durch folgende Liste gegeben ist. Am Anfang genau wie v und dann Nullen. Also wenn ich hier in diese Funktion in n einsetze, wird erst geschaut, ob n noch kleiner ist wie die Länge der Liste. Wenn ja, wird einfach v von diesem n zurückgegeben, das nte Folgenglied von der Liste v. Und falls es schon darüber hinausging, wird halt 0 zurückgegeben. Ja? Also das ist die Funktion mit Werttabelle v von 0, v von 1, bis so weit wie v geht, Fragezeichen. Ja, das soll das letzte Index in v sein. Und dann lauter 0. So.
kurzer Check. Angenommen, wir hätten das Theorem bereits bewiesen, wie würde sich dann Psi verhalten? Also wir werden gleich sehen, dass das gesuchte Groß M, was wir finden müssen, genau die Anzahl Schritte ist, die f von Psi zum Halten benötigt. Und wenn ihr das mal kurz akzeptiert, dann könnt ihr euch überlegen, was das Programm Psi in der realen Welt macht. Wenn es irgendwann mal in diesen Fall kommen sollte, und das wird es früher oder später, dann wird es also nach alle möglichen endlichen Erweiterungen von dieser Liste durchgehen, in der Hoffnung, sowas mal zu finden. Aber sowas gibt es nicht, wenn wir das Theorem schon bewiesen haben und wenn die Zahl m korrekt ist. So, und das heißt, das Programm wird einfach in Endlosschleife kommen. Das heißt, dieses Programm wird doch genau das umsetzen, was ich vorhin gesagt habe, was nicht funktioniert, nur auf eine cleverere Art und Weise. Das ist sowas wie eine tickende Zeitbombenversion von Alpha. Bis zu einer gewissen Grenze verhält es sich genau wie Alpha und danach geht es in Endlosschleife. Soweit kommt aber die Ausführung von f von Psi nicht. F von Psi terminiert trotzdem, haben wir ja bewiesen. Ja? Okay, also was sind noch die zwei kleinen Fakten, die wir zeigen müssen? Viertens, Behauptung für alle Gamma von n nach n, und zwar berechenbar, nur die berechenbaren Funktionen von n nach n, nicht so ein Halborakel, gilt folgendes, wenn das da der Fall ist, dann ist f Alpha dasselbe wie f von Gamma. Was ist da bei m? M hatte ich jetzt nicht definiert. Das Groß M, das ist unser m tatsächlich, was wir suchen. Ne? Das m ist Anzahl Schritte, die f von Psi zum Halten benötigt. Die Ausführung von f von Psi zum Halten benötigt. Beweis, sei so ein Gamma gegeben, und angenommen, f von Alpha wäre nicht f von Gamma. Widerspruchsweise ist okay, weil f von Alpha und f von Gamma sind natürliche Zahlen, da genügt es, wenn ich zeigen will, dass sie gleich sind, zu zeigen, dass es nicht sein kann, dass sie nicht gleich sind. Dann wird die Suche bei Sternchen, Sternchen ist das untere linke Teil der rechten Tafel, irgendeine geeignete Liste V finden. Sternchen ist diese Suche hier, ja? Und es tut mir leid, ich habe noch eine Bedingung vergessen. So kann's, so folgt es noch nicht. Das da. Und noch was. Und das noch was, was da steht, ist, es existiert irgendein W aus den natürlichen Zahlen, sodass Gamma von W, sodass für alle M ab dem W gilt, Gamma von M ist 0. Hier geht es also um Gammas, die am Anfang genauso sind wie Alpha und dann irgendwie und dann mit lauter Nullen enden. Okay, mit dieser Zusatzvoraussetzung stimmt das, was ich gesagt habe. Ne? Wir können, die Liste V, spätestens wird nämlich folgende Liste V entdeckt werden. Naja, die Funktionstabelle von dem Gamma bis 1 vor diesem W oder bis genau zum W. Das wird genauso eine Fortsetzung sein, sodass f davon nicht f von Alpha ist. F von dem V-Dollar müsste ja dasselbe sein wie f von V-Gamma wegen der Extensilität, wegen dem Orangenen früher. So. Und was würde dann, das ist das Letzte, was ich jetzt anschreibe, was würde dann die Funktion Psi zurückgeben? Die würde dann V hoch Dollar von n zurückgeben.
Also würde sich die Funktion Psi insgesamt genauso verhalten wie das V hoch Dollar. Psi von n gleich V hoch Dollar von n für alle natürlichen Zahlen. Die Diskussion gerade, die erschöpft nur den Fall, dass n größer gleich wie groß m ist. Aber vorher, für die kleineren n's, stimmt es auch. Denn da verhält sich Psi ja wie Alpha und V Dollar verhält sich auch wie Alpha, weil V Dollar ja eine Fortsetzung von dem hier ist. So. Somit müsste dann f von Psi gleich f von V Dollar sein, wegen der Extensilität in Orange. So, aber f von Psi wissen wir, dass das dasselbe ist wie f von Alpha. Das war Behauptung 3 rechts. Und f von V Dollar wissen wir, dass es nicht f von Alpha ist. Ja, das war ja genau, sonst hätten wir das gar nicht zurückgegeben. So, und das ist ein Widerspruch. Und damit war die Widerspruchsannahme falsch. Und damit ist f von Alpha in Wahrheit doch gleich f von Gamma. Und das Einzige, was jetzt noch zu zeigen wäre, machen wir aber nicht mehr. Es ist ein Beweis, der nochmal 3 Zeilen geht. Wäre Nummer 5, wo wir dann einfach die Behauptung nachweisen. Ich schreibe sie noch kurz hin, aber ihr könnt das gerne dann zu Hause machen. Für alle Beta von n nach n berechenbar. Das ist genau die Behauptung, die eben schon aus Versehen kurz dran stand. Falls Beta von m gleich Alpha von m ist am Anfang, dann ist f von Alpha gleich f von Beta. Wenn ihr das wirklich machen wollt, dann noch folgende Warnung, ihr müsst die Behauptung 4 natürlich für 5 verwenden, und zwar aber 2-mal. Einmal für das Alpha, wie es gegeben ist, und dann für das Beta. Ich wünsche euch viel Spaß damit, den Beweis zu Hause fertig zu führen. Ich finde, das ist echt ein witziges Beispiel für einen cleveren, hirnverdrehenden Beweis. Vielen Dank erstmal für eure Aufmerksamkeit.